Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen die imperiale Kampagne mit den Griechen. Deswegen noch einmal ein fröhliches Scheirete von meiner Seite. Ich check nochmal ganz kurz die Steuersätze. Die sind alle entsprechend angepasst. Ging das hier auch mit sehr hoch? Ja, das geht auch noch. Wunderbar. Dann wollte ich noch eine Sache nachgucken, und zwar bräuchten wir ja hier, genau, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Infanterieeinheit. Okay, gut. Dann läuft die Sache ja langsam an. Wir bauen, oder wir werden gleich eine ganze Menge Geld bekommen, und lass mir mal den Bauern hier noch weg. Ich will mal ganz kurz noch hier schauen. Ich hätte gerne noch einen Milizhopliten, aber ich glaube, das wird nicht mehr hinhauen. Vielleicht kann ich irgendwo ein bisschen was modifizieren. Vielleicht kann ich irgendwie... Denn die Straße in Athen brauche ich auf jeden Fall. Die reparierte Mauer in Korinth brauche ich auch. Ja, wir könnten in Korinth natürlich auch was anderes bauen, aber da bin ich eigentlich noch nicht so für zu haben. Dann sparen wir uns das Geld für nächste Runde. Wird auch sinnvoll angelegt sein. Ich gehe hier lieber nochmal... vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist für euch. Also ich garnisoniere immer mit Bauern. Ich werde häufig gefragt, warum ich das mache. Bauern bringen einfach am meisten, denn es ist eine sehr große Einheit mit 240 Mann, so viel wie alle anderen Regimenter auch, die dafür in Frage kämen. Und bei der Sicherstellung der öffentlichen Ordnung zählt nur die Mannstärke. Und das andere ist, sie kosten halt am wenigsten. Mit 100 sind sie die billigste Einheit im Spiel. So für unsere Belange auf jeden Fall. Und ihr könnt ja mal gucken, meistens werden die Einnahmen nicht signifikant höher, sodass sich der Bau oder die Rekrutierung eines Bauern rechnet. Ja, hier jetzt in dem Falle schon 150 Kröten machen wir ungefähr mehr, ne, wenn wir mit dem Steuersatz jetzt noch höher gehen könnten. 120, 150 Kröten, also dann wäre es doch gerechtfertigt, einen Bauern noch mitzunehmen eigentlich, ne? Ja, wir müssen mal schauen. Also wir haben ja momentan noch das Weltwunder eingenommen, die Zeusstatue des Phidias im letzten Part, Korinth erobert, Athen erobert. Das war eine wichtige Etappe. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Schauen wir uns die nächste Runde an. Die Makedonen sind ja sehr gelassen, was unsere Eroberungsversuche angeht. Die lassen Larissa komplett auf. Haben ihre Einheiten stattdessen auf die Schiffe gepackt. Das ist eine nicht zu verachtende Armee in jedem Falle. Als allererstes machen wir jetzt die Stadtmauern in Sparta und in Pergamon fertig. Das Ding ist, ohne Stadtmauern können die Städte sehr schnell angegriffen werden von anderen Fraktionen und können überrannt werden. Mit Stadtmauer hat man zumindest eine Runde Belagerungsfrist. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind die fortschrittlichste Seite und die größte Seite. Auch das doch mal eine gute Wendung für uns. Gaius Scipio möchte uns jetzt hier angreifen. Da werden wir mal schauen, was wir ihm da entgegensetzen können. Und ich muss mal schauen, was wir hier an Gebäuden bauen. Ich brauche auf jeden Fall einen Kavalleriestall und so ein Schützenplatz, ne? So eine Fernkampfeinheit, eine Rekrutierungssache. Wir haben ganz viele Häfen gebaut. Dadurch wird jetzt der Rubel langsam rollen. Wir machen gut Geld durch Steuern, haben einen dafür ordentlichen Armeeunterhalt und ihr seht halt, jetzt geht's halt schon los, ne? Also wir werden jetzt nicht mehr leicht aufzuhalten sein. Hier sind keine Einheiten an Bord des Schiffes. Kleiner Tipp noch von mir an der Stelle, ihr wollt fremde Einheiten leichter ausfindig machen, kein Problem. Drückt STRG T, um die Namen der Städte auszublenden und STRG N, um die Namen einzublenden und dann seht ihr gegnerische Einheiten besser. Das gilt also sowohl für Armeen, ihr könnt auch beides machen, mit STRG N und STRG T spielen. Ich mache meistens nur eins von beiden an. Das ist eine ganz wichtige Sache. So, wir wollen gerne die Römer in die Flucht schlagen. Ich würde sagen, das machen wir als erstes. Die Bruti haben hier eine ordentliche Armee. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal nachrüsten. Ein General mit einer Einheit Hastati. Das heißt, wir... Er wird sich wahrscheinlich relativ schnell zurückziehen.
Wir müssen also gucken, dass wir ihn abfangen. Der General wird wahrscheinlich flüchten, ohne... Ich lasse jetzt hier mal gerade die Ansprache weg. Achso, ihr fragt euch, wie ich immer die Einheiten so schnell auswähle. Also alle Einheiten eines Typs. Das geht mit der Steuerungstaste und einem Doppelklick auf die Einheit. Davon habe ich nur eine, davon habe ich zwei. Ne? Mit der Steuerungstaste eine weitere Einheit markieren. Ich habe dazu auch schon Tutorials gemacht. Kann euch die da also nur wärmstens ans Herz legen. Und den Modus aus. Mit denen auch nach vorne. Und den General hinterher. Startet ganz weit außen. Wird sich hier aufstellen. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir ihn nicht zu weit von unserer Infanterie isolieren. Ja, der General macht jetzt mal ein bisschen langsamer. Er braucht nämlich noch seine Puste. Wird sich jetzt hier oben auf die Flanke rüberziehen, um dann halt gleich hier rum angreifen zu können. Also nur, ich würde gerne den General halt umbringen. Das wäre mir ein dringendes Anliegen. Ich mache das jetzt nicht auf dreifacher Geschwindigkeit. Weil ich hier sehr viele Dinge auf einmal regeln muss. Und ich versuche ihm direkt die Milizhopliten vorne hinzuwerfen. Die Milizhopliten kann ich nämlich in meiner Stadt wieder fortbilden. Wenn ich da Einheiten verliere, ist es nicht schlimm. Die Tasten ziehen wir auf die Seite, dass die von dem General geschützt werden können. Mit der Alt-Taste gehe ich jetzt hier in den Nahkampf. Feindliche General läuft davon. Ich muss jetzt ganz schnell pausieren. Und meine Einheit hier regulär laufen lassen. Damit ich den General noch abfangen kann. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Ich kriege ihn nicht mehr. Sehr doof. Aus irgendeinem Grund haben die aufgehört, auf den General zu schießen. Das ist scheiße. Ja, der hat es dann leider überlebt. Dafür haben wir die Hastati aufreiben können. Die Armee des Feindes flieht. Verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Oh ja, warte mal, bevor ihr hier in den Fernkampfmodus geht. Ah ja, gut. Dann können wir die Schlacht hier beenden, denn da lebt ja nichts mehr. Die 8 Einheiten werden wir komplett wegputzen. Was haben wir denn so verloren? Milizhopliten. Ja, genau, so wie ich es vorhatte. Oh, und die Leibwache kriegt einen Erfahrungspunkt. Das ist schön. Das ist gar nicht so verkehrt. Die Taktik hier habt ihr jetzt ja gesehen, mit den Milizhopliten sehr schnell heranrauschen und nein, der hat 7 Einheiten übrig behalten, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, dass der irgendwelche Einheiten überbehält, ne? Laufen wir gerade ein Feld raus. Ah ja. Interessant. Soll ich hier einen Wachturm bauen? Ich glaube nicht. Brauche ich noch nicht. Lauf mal wieder rein. Manchmal ändert sich dadurch die öffentliche Ordnung. Die ist hier aber noch im grünen Bereich.
Also wir brauchen einmal Stelle und wir brauchen einmal einen Übungsplatz. Ich würde sagen, die Stelle im Süden, weil Kavallerieeinheiten weiter laufen können. Wir müssen halt hier hochlaufen immer. Und dann hier oben den Übungsplatz. Wir brauchen eine Einheit Milizhopliten, müssen die Angeschlagenen fortbilden. Wir bauen auch hier noch eine Einheit Milizhopliten. Syrakus ist wichtig. Ich denke, dass die Bruti halt nächste Runde hier landen werden. Und dann müssen wir hier verteidigen können. Und dafür brauchen wir noch ein kleines bisschen Spauz. Euer Ehren. Unser Diplomat ist hier drin. Ja, mein Herr. Der kann auch ein bisschen hier rumlaufen und mit den Karthagern quatschen. Also wenn wir ein Bündnis mit denen machen, das werden die niemals, dem werden die niemals zustimmen. Ich werde sofort mit ihnen reden. Habe ich mir fast gedacht. Sofort. Wir können nicht weiter. Ja, der Hanno hat eine fette Armee, da müssen wir vorsichtig sein. So. Ich wollte auf jeden Fall noch hier die Männchen, meinen General, mit an Bord nehmen. Der nimmt mir noch zwei Söldnereinheiten mit, die ich nämlich nicht hier auf dem griechischen Festland so leicht rekrutieren kann. Und rhodische Steinschleuderer sind extrem stark, sind die stärksten Steinschleuderer im Spiel, weil sie die höchste Reichweite und die besten Kampfwerte haben. Und kretische Bogenschützen sind die besten Bogenschützen im Spiel. Also da gibt es keine Einheit, die da irgendwie besser wäre. Wir können jetzt sogar fast überlegen, mit dieser Armee hier unten anzugreifen. Wir können auf jeden Fall Kreta erobern. Kreta geht. Allerdings sehe ich die Makedonen als noch etwas dringlicheres Problem an. Was ich sagen würde, wie viele Schiffe sind das? Zwei. Da sind wir etwas besser gestellt. Wir müssen nächste Runde auf jeden Fall an Land gehen mit dieser Armee. Weil nächste Runde die ersten Piraten erscheinen werden und gegen die möchte ich noch nicht so gerne kämpfen. Gut, aber das passt ja schon mal. Dann müssen wir gucken. Mit der Tab-Taste kann man durch die Einheiten schalten. Ich möchte sehen, wie weit wir mit unseren Einheiten kommen. Und zwar sowohl mit der Infanterie als auch mit der Kavallerie. Wir machen Folgendes. Wir schicken hier unseren Spion rein. Wenn wir Glück haben, wird er hier nochmal die Tore aufschließen und wir können Larissa sofort im Sturm nehmen. Und zwar von hier aus. Hierzu ist es allerdings wichtig, dass wir erst noch eine Einheit Bauern nach Athen schicken und eine Einheit Bauern von Sparta nach Korinth rüberpacken. Jetzt müssen wir gucken, Antigonos oder Memnon. Das Gefolge kann man übrigens übertragen. Gib den mal. Ah ne, Antigonos hat schon einen Mentor. Ja, er hat schon einen. Okay, gut, alles klar. Den Kaufmann brauchen wir noch nicht so unbedingt. Gut, dann wird Antigonos jetzt hier die Belagerung übernehmen. Es ist wichtig, immer hier, bevor man mit so einer Belagerung beginnt, mal kurz abzuspeichern, denn sobald man sich halt hier in diesen roten Bereich hineinbewegt, kann man nicht mehr weiterlaufen. Und es ist insofern hier egal, weil hier eine Straße ist. Aber es ist, Moment, aber nochmal gerade gucken, aber es ist nicht egal, weil die Reichweite unserer Armee beschränkt ist. Also hier, von hier aus angreifen wäre nicht sinnvoll. Also Larissa, von hier. Tore sind leider nicht auf. Wir müssen eine Runde belagern. Können wir aber machen. Wir werden die Armee von Antigonos hier einfach wieder direkt auffüllen und verstärken. In Athen können wir den Steuersatz so lassen. 70% geht, ist halt hart am Limit, aber geht. Dann werden wir Korinth verlassen. Weiter geht es nicht, Sire. Befehle? Und Kleomenes, der ist schon 57. Müssen wir mal gucken. Thrakische Söldner sind gar nicht so schlecht für die Griechen. Es ist eine Schockinfanterie-Einheit, die am besten die Gegner im Rücken angreift.
Die sind allerdings recht teuer, deswegen nehme ich sie nicht ganz so gerne. Die Makedonen versuchen Thermon zu bestechen, das könnte ihnen sogar gelingen. Die KI versucht manchmal Städte zu bestechen, die laufen dann zum Feind über. Das ist eine sehr teure Sache. Es gelingt dem menschlichen Spieler eigentlich nicht, aber den KI-Spielern gelingt es. Wir brauchen also Syrakus und Messana hier als wichtige Städte, um gegen Rom weiter vorgehen zu können. Die Skipionen haben hier am Fuße des Vulkanes, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, aber sie haben jedenfalls hier eine Stadt, die wir noch angreifen können. Wir müssen uns überlegen, was wir auf Rhodos bauen, aber Rhodos hat die niedrigste Priorität bei den Städten, denn Rhodos liegt auf einer Insel und die sind immer relativ sicher. Wir brauchen allerdings mehr Schiffe. Und wir brauchen vor allen Dingen bessere Einheiten. Wir brauchen Fernkämpfer und wir brauchen eine ordentliche Infanterie. Wir brauchen vor allen Dingen in Thermon noch eine Straße, falls wir dort mal eingreifen müssen. Der Hafen in Athen ist ganz wichtig. Wir müssen schauen, was hat Larissa für eine... Die haben eine Stelle, das heißt, wir brauchen sie selbst nicht zu bauen. Wir können also hier ruhig mal eine Kaserne hinpflanzen. Wir brauchen auf der anderen Seite einen Hafen. Und der Hafen Spartas ist ein bisschen weit südlich gelegen. Der Hafen von Athen würde hier entstehen und wäre ein wichtiges Anlaufgebiet. Du musst mir mal sagen, wir kommen auch nächste Runde nicht bis hier runter. Das heißt, wenn wir Pech haben, werden wir von den Piraten angegriffen und müssen uns dann nach Pergamon zurückziehen. Das sicherlich aber was wir noch hinbekommen können. Wir müssen aber in Sparta eigentlich eine ordentliche Kaserne haben. Jawohl, wir können hier sogar eine Stadtkaserne bauen. Dann gehen wir hier auf den Hafen und springen dann mit unseren Einheiten immer über die Häfen nach oben. Das ist eine Sache, die wir erledigen können. Genau, Thermon baut die Straße, wobei man hier auch... Doch, in Thermon gibt es einen Übungsplatz. Das ist hervorragend. Okay, dann haben wir das also schon mal erledigt. Unsere Einheiten dort sind also schön diversifiziert und unsere Städte entsprechend spezialisiert. Wo bauen wir noch nicht? In Rhodos. In Rhodos wollte ich ursprünglich gerne die Schmiede bauen. Die ist jetzt aber ganz schön teuer. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Für hier ausgebildete Truppen. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, Truppen bezieht sich auf Landstreitkräfte oder bezieht es sich auch auf Schiffe. Das Ding ist halt in... also in Rhodos haben wir halt das Problem. Ihr seht, wir haben nur Holz, mit dem wir hier handeln. Holz bringt uns nicht so viel Geld. Insofern ist es unsinnig, eigentlich den Schrein des Hermes großartig auszubauen. Wir sollten also irgendwas bauen, was die Stadt jetzt schneller wachsen lässt. Wie wäre es mit einer Farmgemeinschaft und die öffentliche Ordnung hochhält? Also wir wollen ja, dass die Stadt schneller wächst. Dann wäre eigentlich der Tempel der Aphrodite auch nicht schlecht. Bringt der noch was in einer höheren Stufe? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also höher als hier werden wir wahrscheinlich nicht kommen, ne? 2% Bevölkerungswachstumsbonus. Wobei Rhodos relativ gut wächst, sehr hoher Steuersatz, 2%, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Aber der Schmied ist wichtig wegen den Schiffen, die wir hier bauen. Wir brauchen eigentlich Schiffe jetzt. Und Spione, das habe ich ganz vergessen. Spione sind eigentlich noch wichtiger. Wir haben momentan einen Spion hier, wir brauchen aber eigentlich auch einen hier drüben. Das heißt, wir brauchen einen Marktplatz. Weil vom Händler kriegen wir das Ding noch nicht. Den bekommen wir in Korinth. Dann bauen wir den Händler in Korinth. Und den Marktplatz in Korinth. Ich kann auch hier Spione rekrutieren. Das ist blöd.
Die Sache mit Rottos gefällt mir noch nicht so gut. Sekunde, ich muss mich mal ganz kurz sortieren. Also, wir bauen hier die Schiffe. Wir bauen hier ein Schiff, fahren dann hier rüber, können hier hin hochfahren. Wir müssen ja auch irgendwie überlegen, wie wir Kreta möglichst schnell bekommen. Und ich habe aber nicht beliebig viele Schiffe. Das heißt, wir brauchen hier Truppen. Truppen werden hier gebaut. Ich brauche einen Spion. Okay, gut. Und dann machen wir in Herrgotts Namen den Schrein des Hermes, weil der bringt halt wenigstens noch ein bisschen zusätzliches Geld hier in der Stadt. So, wir bauen jetzt überall, ne? In Korinth bauen wir noch keine Truppen, aber da können wir auch nur Bauern rekrutieren. Wir könnten hier noch einen Diplomaten besorgen für 250. Das ist gar nicht so schlecht. Denn ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, bis ich meinen Diplomaten aus Dings, hier Sizilien, in der Hochrichtung Norden verfrachtet habe. Es könnte noch ein bisschen dauern. Wir sind immer noch hart am Limit. Ja, mein Herr. Da laufen wir mehr sofort so hier hin. Da müssten wir gleich Pontus begegnen. So, wir kontrollieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Städte. Gleich sind es 9 mit Larissa und es werden mehr werden. Ja, wir gucken in die nächste Runde. Ja, die Brutis sind gelandet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn aus Syrakus hier so rausziehen will. Das müssen wir mal schauen. Baubericht ist okay. Der Rundenbericht ist entscheidender. 7500, 5800. Das ist okay. Das Verhältnis stimmt noch. Da ist so eine große Armee der Makedonen. Ich habe hier Fernkämpfer drin. Die hätte ich eigentlich gerne in der Stadtbelagerung von Larissa dabei. Je mehr Fernkämpfer, desto besser. Das Schiff ist bereit. Da sind schon die ersten Piraten. Das ist nicht gut. Die müssten wir schaffen. Ich hätte eigentlich lieber, dass sie die Makedonen angreifen. Das Schiff ist bereit. Wir haben noch keine Rebellen hier. Das ist spannend. Hilf mir hier hoch. Ich suche die Thraker. Wir sitzen fest. Mein Herr? Die Thraker bringen mir noch ein bisschen Geld. Apropos Geld. Kann ich etwas tun? Darf ich nicht vergessen? Sofort. Pontus ist hier irgendwo. Sofort. Das nicht gehört. Pontus, du bist doch hier irgendwo. Ich da ist er. Sofort mit Ihnen reden. Handelsrechte. Karteninfo, jetzt für 500. Die nehmen das an. Ich mache das, ich verlange nicht mehr. Also ich könnte wahrscheinlich von Pontus noch mehr verlangen. Aber Pontus hat immer relativ wenig Geld am Anfang. Deswegen, ich will auf Nummer sicher gehen, dass die meinen Vorschlag auch annehmen. Jetzt suchen wir uns die Ägypter. Bei Pontus ist halt das Ding, sie könnten es ablehnen und wenn sie es einmal ablehnen, dann werden sie alle anderen Vorschläge in dieser Runde auch ablehnen. Das ist also nicht ganz so das, was ich gerne möchte. Das hier wird ein schöner Brocken, das machen wir später. Wir werden noch eine weitere Einheit hier dabei haben. Wir sind dann bei 10 Regimentern gegen 8. 12. 12 gegen 8. Das schaffen wir. Es wird nicht einfach. Die römischen Einheiten sind am Anfang sehr, sehr stark. Aber wir werden es schaffen. Ich muss mir schon mal ein bisschen Geld reservieren für weitere Einheiten hier unten. Ja, Strategos. So, jetzt wollen wir gerade gucken. Ja, also. Strategos. Sind bereit. Es ist nur ein Schiff, wir schaffen das. Aber die Frage ist ernsthaft,
ob ich die Truppen nicht mit hier an Land nehmen will, um die Armee der Makedonen anzugreifen. Ich brauche sie eigentlich. Und er kann wenig machen gegen Fernkämpfer. Er hat Probleme gegen meine Fernkämpfer. Auf der anderen Seite könnte ich die halt super hier drüben bei der Stadtbelagerung gebrauchen. Nee, das haut nicht hin. Das wird nicht funktionieren, mein Freund. Denn hier kommt er nicht durch. Wir können es folgendermaßen machen. Wenn ich ihn angreife, bekomme ich Verstärkung von Antigonos. Befehle? Sind bereit. Es ist zwar nur ein Piratenschiff, aber ich habe trotzdem Respekt davor. Bereit machen zum Angriff. Sieg! Weil bei den, weil das Problem ist halt einfach, man hat hier bei den Seeschlachten keinen Einfluss, ne? Und wir haben viele Einheiten verloren. Du willst sowieso Richtung Norden weiter. So, jetzt kann ich nämlich hier an Land gehen. Mit Antigonos den Angriff wagen. Er zieht sich zurück. Wie viele Bewegungspunkte hast du noch? Ein bisschen Bewegungspunkte. Es ist nicht viel. Es ist leider nicht viel. Und wenn ich jetzt mit ihm halt 1, 2 hier rüber gehe, dann komme ich mit denen... 1, 2, 3, 4. Ja, Strategos. Herr. Sire. Mein Herr. Dann komme ich mit denen nicht mehr unbedingt hier hoch. Okay. Also ich muss die ausschalten. Dann brauche ich danach die Peltasten. Sire. Herr. Befehle. Die haben noch ausreichend Bewegungspunkte. Ja, Strategos. Aber es müsste eigentlich auch reichen. Für den Angriff auf Larissa. Den machen wir noch. Es ist halt natürlich immer schön, so viele Fernkämpfer wie möglich bei so einer Stadtbelagerung dabei zu haben, aber wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich Richtung Norden vorstoßen, um die Makedonen in unserem glorreichen Imperium einzuverleiben. Der Fährmann hat heute viel zu tun. Er wird viele Seelen in das Totenreich fahren. Passt auf, dass eure nicht dabei ist. Angst zu haben ist keine Schande. Doch lasst euch niemals von eurer Angst beherrschen. Und nun freut euch, Kinder des Zeus, und blast das Horn zum Marsch. Okay. Wie gesagt, ich finde es ja immer blöd, wenn die, Fernkämpfer hier den Rambock schieben. Das möchte ich nicht. Wir schauen mal, wie hat er sich hier positioniert. Da drüben ist die... Ja, da sind Lanzenreiter und das da sind die Bogenschützen, ne, oder? Jo. Auf die Lanzenreiter, die sind sehr, sehr anfällig gegenüber Fernkampfangriffen. Auf die möchte ich gerne schießen. Deswegen werde ich meine kretischen Bogenschützen hier drüben aufstellen. Den Plänkelmodus sollte ich vielleicht mal ausmachen. Die Steinschleuderer stellen wir ein bisschen anders auf. Die stellen wir hier hin, damit die Einheiten, falls sie hier über diesen Weg flüchten, damit wir mit den Steinschleuderern in den Rücken schießen können. Und nicht zu guter Letzt auch noch unsere Peltasten, die wir hier aufstellen wollen, damit die auch noch ein paar Speere werfen können. So sieht's aus. Das ist mein Plan. Und dann haben wir diese Armee schon mal gut dezimiert, bevor er überhaupt irgendwas machen kann. Oh, Moment mal bitte. So, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Also für mich, für euch ja wahrscheinlich weniger. So.
Einmal volle Möhre drauf. Und ihr seht schon, da purzelt ganz gut was weg. So, jetzt schießen auf die Bogenschützen. Und bringen mal hier unsere Kavallerie in Stellung. Denn die wird hier gleich mithelfen. So, jetzt bewegt euch mal schnell. Das Doofe ist, dadurch, dass sie so hinter der Mauer hin und her laufen, bekomme ich nicht unbedingt eine gute Schussposition. Unsere Soldaten sind am Tor. Jetzt ist aber besser. Jetzt müssen sie es niederrammen. Da seht ihr, wie die wegfallen. Also die Steinschleuderer machen halt Hackfleisch aus denen. Sobald das Tor weg ist, kann ich da auch gut durchschießen. Na, jetzt geht's auch. Das ist halt natürlich so ein Ding bei Rome 1. Die Belagerungen sind halt lachhaft einfach im Vergleich zu Rome 2, was aber daran liegt, dass hier die Türme sind zwar auch overpowered, aber sie sind halt nicht so krass overpowered wie jetzt in Rome 2 oder in Attila zum Beispiel. Und mir ist das deutlich lieber und wichtiger, so wie es halt momentan ist. Feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambock hat gute Arbeit geleistet. Jetzt bohrt gerade ein Nachbar von mir wieder ein Loch in die Wand. Klar, schieß mal auf die. Ja, okay, gut. Wenn er jetzt irgendwie hier länger eine Bohr-Action veranstalten würde, dann würde ich die auf... Doch, ich glaube, er hat das vor. Ich werde mal ganz kurz die Aufnahme nochmal pausieren. Weiter geht's. Wir machen jetzt nicht unbedingt so einen verheerenden Schaden bei der Leibwache des Generals. Allerdings schädigen wir die Einheiten der Generalsleibwache. Das sind Einheiten, die 2 Lebenspunkte haben. Und jeden Treffer, den wir da machen, der wirkt sich halt auf den Lebenspunkte-Counter aus, sodass die Generalseinheit jetzt schon geschwächt ist. Wir verlieren vielleicht ein paar Milizhopliten durch Kollateralschäden von den Steinschleuderern. Allerdings verliert der Makedoni hier noch mehr Einheiten durch unsere Fernkämpfer. Und die leichten Lanzenreiter haben keine Panzerung. Das heißt, Steinschleuderer sind extrem effektiv gegen sie. Besonders in den Rücken. Da fallen halt direkt mal 6 Stück um, ne? Also es ist schon beeindruckend. Auch da, jetzt ist er mittlerweile außer Reichweite. Okay. Bringen wir uns mal gerade mit den Milizhopliten hier rein. Bei den Göttern! Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Der Sound ist jetzt tatsächlich im Spiel. Also dieses startende Düsenflugzeug oder was auch immer. So, die spartanischen Hopliten nehmen wir auch mal mit. Der Name Hoplit kommt übrigens von diesem Rundschild, den die bei sich tragen, dem sogenannten Hoplon, nur falls sich da jemand von euch fragt, woher der Name Hoplit kommt. So, und jetzt müssten mittlerweile auch mal alle da sein. So, war jeder nochmal auf dem Klo? Ach nee, warte, die stehen da an dem Rambock. Ist natürlich nicht so geil, ne? Nochmal schnell hin. Denn ich habe keine Lust, dass meine Einheiten hier rumbuggen. Ah ja, jetzt geht's gut. So, vergesst den Rambock. Vergesst, dass es ihn gibt. So, und jetzt laufen wir hier hin. Machen hier mal die Zugänge dicht.
Gut. Das haut doch hin. Und jetzt locken wir den Gegner an. Bewegung, Bewegung! Unsere Bogenschützen müssten schon in Reichweite sein. Stopp. Stopp, schieß noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen was an Munition. Das müsste eigentlich passen. Lob sei den Göttern! Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Ah, da schießen wir gegen die Hauswand, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Hier gegen diese Wand schießen wir. Deswegen laufen wir noch ein Stück zurück. Und von hier aus müssen wir treffen. Schön. Dieser Sieg war sehr gut, weil wir nur 45 Einheiten verloren haben. Und ihr seht halt hier, wo die ganzen Verluste waren bei den Milizhopliten. Das ist hervorragend, denn das sind die billigen Einheiten, die wir nicht so dringend brauchen. Wir haben keine Verluste bei den Fernkämpfern und auch hier die Kreta Bogenschützen. Und die Rhodos Steinschleuderer haben sehr hohe Verluste zufügen können. Und die Peltasten übrigens auch. Schön, okay. Dann können wir jetzt eine weitere Stadt unserer eigenen nennen. Larissa. Eine äußerst bedeutende Stadt für uns. Wir werden die Bevölkerung nicht ausradieren. Das Spiel berücksichtigt an der Stelle, dass die makedonischen Städte zum sogenannten panhellenischen, also in Anführungszeichen, panhellenischen Kreis gehören. Das heißt, sie teilen unsere Kultur. Wir bekommen deswegen keine großartigen Abzüge. Wir haben ein bisschen Aufruhr von der Eroberung, das ist aber soweit in Ordnung. Nächste Runde verbessert sich die öffentliche Ordnung schon durch den Bevölkerungsaufschwung. Das ist doch hervorragend. Wir gucken nochmal ganz kurz. Jawohl, sehr gut. Wir haben ein bisschen Handel. Das ist ordentlich. Wir können hier Milizkavallerie rekrutieren. Da nehmen wir auch direkt eine Einheit mit. Temon hat eine Einheit Peltasten gebaut. Und baut mir noch eine Einheit Bauern, bitte. Die eine Einheit Bauern lassen wir direkt mal da drin als Garnison. Ich komme nämlich leider noch nicht ganz bis nach Larissa rein. Das ist ein bisschen schade. Na gut. Schicken wir die Einheiten nochmal direkt hier hoch. So, und dann mache ich jetzt an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Irene Hymin. Tschüss.